Es war einmal im Wald. Da lebte Rabe Socke. Und das Besondere an Rabe Socke war, er hatte nur eine Socke. Ach Mensch, wo habe ich nur meine Schuhe gelassen? Ich mache mich gleich auf die Suche. Und so flog Rabe Socke los, um seine Schuhe zu suchen. Als erstes traf er den Igel Paul. Paul, hast du meine Schuhe gesehen? Ja, Räuber Hackenzahn ist in diese Richtung mit den Schuhen abgehauen. Und so flog Rabe Socke in Richtung des alten verlassenen Boots. Zur gleichen Zeit am Boot. Diese schicken Schuhe verstecke ich. Und der Rabe Socke, die nicht findet, dann verkaufe ich sie ganz teuer. Schmatter, schmatter, schmatter. Oh, was schwimmt denn da im Wasser? Es war die Quatsche Ente Lisa. So, jetzt habe ich sie versteckt und jetzt verschwinde ich ganz schnell. Räuber Hackenzahn lief davon. Krack, krack. Da kommt Rabe Socke angeflogen. Räuber Hackenzahn ist gar nicht mehr hier. Schmatter, schmatter, schmatter. Lisa, hast du vielleicht Räuber Hackenzahn gesehen? Schmatter, schmatter, schmatter. Oh, Lisa, kann ich gar nicht verstehen. Schmatter, schmatter, schmatter. Schmatter, schmatter, schmatter. Aber das konnte Rabe Socke gar nicht verstehen. Und so wusste er nicht, wo Räuber Hackenzahn seine Schuhe versteckte. Darum flog er weiter. Oh, wer ist denn da? Piep, piep, piep. Maus, was hast du gesagt? Piep, piep. Auch die Maus konnte Rabe Socke nicht verstehen. Deswegen flog er weiter. Oh, guck mal, das Schloss da drin hat die Räuber Hackenzahn bestimmt versteckt. Vor dem Schloss stand ein dickes Schwein namens Rose. Raben lassen sie aber nicht so leicht ins Schloss rein. Liebe Schwein, kannst du mir helfen, ins Schloss reinzukommen? Ja, Rabe, ich helfe dir. Wir müssen uns beeilen. Heute Abend werde ich schon gegessen. Ja, Schweiner, beeilen wir uns. Der Rabe und der Schwein schlichen gemeinsam ins Schloss. Da kam der König. Oh, guck mal, da läuft das Schwein. Ich wollte schon das Schwein so essen. Da kam der alte Koch zum König. Mein Messer ist ganz hart. Das ist das leckere Schwein, was du gegessen hast. Ich gehe es zum Schwein und fange es ein. Oh nein, Räuber Hackenzahn ist gar nicht hier. Rose, aber gegessen wirst du heute nicht. Das Schwein und der Rabe überlegten sich einen Plan. Der Rabe sollte die Wache ablenken. Und in dieser Sekunde sollte das Schwein sich aus dem Schloss schleichen. Krass, krass! Geh weg, du Rabe! In diesem Moment schlich sich das Schwein an der Wache vorbei. Zur gleichen Zeit im Wald. Schmatter, schmatter, schmatter. Hallo, Lisa. Schmatter, schmatter, schmatter. Was, Lisa? Das glaub ich nicht. Das erzähle ich gleich Rabe Socke. Schmatter, schmatter, schmatter. Danke, Lisa. Ich grüße ihn. So machte sich Hase Jace auf den Weg, Rabe Socke zu finden. Rabe Socke und das Schwein Rose versteckten sich im Wald. Danke, Rabe Socke. Jetzt muss ich los, um die Welt zu retten. Gut, Schwein, dann geh mal los, um die Welt zu retten. Danke, Rabe Socke, das mache ich. Tschüss. Und so besuchte das Schwein ganz viele Orte. Und Rabe Socke machte sich auf den Weg, um seine Schuhe zu suchen. Oma, meine Schuhe habe ich ja immer noch nicht gefunden. Da kam Hase selbst angehoppelt. Rabe Socke, ich muss dir was ganz dringend erzählen. Hase Jace, warum bist du denn so aufgeregt? Ja, weil ich
dir ganz dringend was erzählen muss. Was willst du mir denn erzählen? Weißt du, was Lisa die Schnatterente mir erzählt hat? Nein, das weiß ich nicht. Was hat sie dir denn erzählt? Räuber Hackenzahn hat deine Schuhe im Boot versteckt. Ich zeig dir wo. Und so hoppelte Hase selbst los und Rabe Socke das Versteck zu zeigen. Und da waren die Schuhe tatsächlich, wie Schnatterente Lisa das gesagt hatte. Oh, danke, Jace. Oh, guck mal, da drin, da ist ja meine andere Socke. Und als Räuber Hackenzahn wiederkam, waren die Schuhe verschwunden. Räuber Hackenzahn ärgerte sich so doll, dass er vor Wut platzte. Wo sind die Schuhe? Und auch der König ärgerte sich, weil er nur Salat zum Essen bekam. Ach, wenn du so wieder Salat. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, kriegen wir bestimmt geschnitten. Du warst ja okay. Toll, ne? Die erste. Los geht's und zur Seite gehen. Szene 7, Versuch 2. Und Action. Versuch 3. Nee, das muss draußen bleiben. Szene 14, Versuch 1. Und weg. Super. Gut, roten Knopf drücken. Und jetzt fliegt mal weg. Gut, aber da saß ein Kind. Szene 7, Versuch 1. Und Action. Jetzt rum ran. Hey, hört gar nicht. Action. Action! 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 Und nochmal! Oh ja! Rabe Socke ist gerade ein Stock. Der ist gerade. Szene 12, Versuch 1. Und. Warte. Und. Hase hin, Action. Jetzt holst du dir den Schuh? Ja. Den Socken. Nee, erst den Schuh. Erst den Schuh. Raus. So, und jetzt den Socken und zeigst ihn in die Kamera. Und stopp. Und. Weiter nach rechts. Weiter in eine andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ja? Weiter rechts. Ja, und weiter rechts, weiter rechts. Ja, genau, gehen, gerade. Den Raben zeigen nochmal. Ja. So, und jetzt, pass auf, an der Pappe vorbei und dich da verstecken. Super. Schön. Jetzt wackelt der König wackelt. Der Koch guckt nach oben erstmal mit dem Messer. Höher, höher, der Koch, höher, der Koch, höher, der Koch, der Koch, höher. Der Koch. Ja, so, gut, jetzt wackelt der König, jetzt wackelt der Koch und jetzt wird's der Koch den Messer. Okay, los geht's. Gut, und Action. Haja, nochmal. Nochmal zurück, der Kopf guckt jetzt in die komplett falsche Richtung. Flatter, 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 flatter. Ja, es ist kaputt. Ja, es ist kaputt. Rede gar nicht viel. So.
Heute da ein Film? So. Luise, ich komm gleich. Luise, ich komm gleich. Und den schmeiß die Gabel mal weg. Und jetzt darfst du mal die Gabel wegwerfen. Halt, du darfst die, die Gabel wegschmeißen. 3, 2, 1. Und dann gehst du weg.